Und herzlich willkommen, das ist Cypher Prolex und heute mal wieder ganz entspannt mit einem lange ersehnten Podcast. Wir wollen heute Elban thematisieren, ist natürlich ein sehr spannendes Thema. Wir werden auf sehr viele verschiedene Aspekte eingehen, alles rund um die Riesen natürlich, Shanks, Kid, vielleicht noch unmittelbar auch Voxter, dann natürlich Haqua die Saure, ganz klar, was Elban für eine Bedeutung hat, warum es so relevant ist, was die Riesen wirklich können, warum sie halt so eine gefährliche Armee sind, warum man überhaupt so einen Respekt vor diesen Riesen hat und natürlich auch, was halt Elban eigentlich für ein Gebiet ist. Ihr wisst Bescheid, also alles rund um Elban. Und wenn ich wir sage, meine ich natürlich, dass ich nicht alleine bin. Ich habe mir hier einen Newbie, meinen persönlichen Schüler, meinen persönlichen Stan mitgenommen. Das ist natürlich Koras on One Piece, deswegen ganz klar, schaut auf seinem Kanal vorbei, abonniert ihn einfach. Stell dich mal vor. Yo, was geht? Und damit, ja, danke für die Einladung. Mein Name ist Koras von One Piece. Über das Schüler müssen wir nochmal privat diskutieren. Da, ja, stimme ich nicht so überein. Aber ja, freue mich natürlich, dass ich zu Gast hier bin. Ist mir eine Ehre, bei dir auf dem Kanal zu sein. Und ja, ihr habt ja schon erfahren, es geht heute um Elban. Oda hat die Bombe platzen lassen mit Shanks, ja, der jetzt wirklich auf Elban ist mit Kid. Es ist sehr interessant, was jetzt passieren könnte, natürlich mit den kämpferischen Sachen, die jetzt auf uns zukommt, auch mit dem Wissen, weil Elban ist eigentlich ein Arc, da kann sehr, sehr viel passieren mit den Riesen und so weiter. Also wie gesagt, danke, dass ich dabei sein darf. Sehr, sehr gerne und natürlich ist er nicht mein Schüler, er ist mein Sohn, Whitebeard-mäßig. Aber gut, kommen wir auf jeden Fall zu Elban zurück. Natürlich müssen wir erstmal sagen, was ist Elban überhaupt für ein wichtiger Standort? Logistisch gesehen natürlich eine der letzteren Inseln, die sowieso noch relevant werden, ganz klar. Wir wissen natürlich auch, dass sich eben die verschiedenen Parteien sozusagen in verschiedene Richtungen bewegt haben. Damals habe ich ja schon die Theorie aufgestellt mit den verschiedenen Inseln, eben Buffy ist auf dem Weg nach Sphinx, Law ist eben auf dem Weg nach Beehive und Kid auf dem Weg nach Elban. Das Ganze hat sich natürlich auch so bestätigt und ist auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant gewesen. Und Elban an sich ist natürlich schon sehr, sehr lang ein Thema. Wir wissen auf jeden Fall, mit Elban kann man den perfekten Lysop-Arc verbinden. Deswegen auch mal direkt die Frage an dich. Siehst du da Potenzial mit der nördlichen Mythologie verbunden? Sei es mit Mjölnir, also Thors Hammer, den man dann irgendwie Lysop geben könnte und er dann irgendwie auch trainiert. Siehst du da Potenzial, dass man Lysop sozusagen das Power-Up auf Elban geben könnte? Definitiv. Also Lysop muss auf jeden Fall auf Elban präsent werden. Deswegen heißt ja, oder denke ich auch, wie du schon gesagt hast, dass die Strute auch nach Elban müssen. Klar, du gehst auch davon aus, dass die Law, Kid und Ruffy halt einen anderen Weg gehen. Zum Beispiel dann, ja, Kid nach Elban direkt, Ruffy nach Egghead und Law nach Swings. Oder nach Beehive. Aber wie gesagt, die Wege werden sich auf Elban halt wieder kreuzen, wo Lysop dann auch seinen großen Arc bekommt. Er muss ein Power-Up bekommen. Ich denke auch, dass mit Mjölnir, also Thors Hammer, da vielleicht was geht. Und generell, Lysop hat schon so viele Aussagen gedroppt. Es wäre wieder typisch, okay, er hat damals auf den Riesen und sowas gesagt, es ist jetzt auf Elban wirklich passiert. Also ich finde es nicht unrealistisch. Und sind wir mal ehrlich, also dieser Gedanke, Lysop mit Mjölnir als Hammer, wäre schon ganz geil. Und dass Lysop schon mal einen Hammer als Waffe hatte, wäre jetzt auch nicht ganz neu. Deswegen wäre das schon ganz cool. Ja, auf jeden Fall. Da gab es ja auch sehr witzige Begebenheiten. Gerade wenn man zum Beispiel sich zurückerinnert, schon auf Alabaster und später auch auf der Thriller Bark. Das war eine der witzigsten Szenen überhaupt. Nach dem Motto, oh mein Gott, ist das ein 5-Tonnen-Hammer? Und Lysop steht so da, ja, das ist ein 5-Tonnen-Hammer. Absolut genial. Habe ich natürlich extrem gefeiert. Und es stimmt schon, es wäre auf jeden Fall eine Art von Foreshadowing und eine Art von interessanter Präferenz, dass man das dann wieder nutzen könnte. Und das würde ja auch eben zu der Aussage von Oda passen. Oda hat ja mal die Aussage getroppt, Lysop wird wohl immer der schwächste Strohhalm bleiben. Ist natürlich eine Begebenheit, die man noch so hinnehmen kann. Ist auch nichts wirklich Schlimmes. Dennoch kann man da irgendwie trotzdem gewisses Potenzial etablieren, wenn man einfach sagt, dass seine Grundstärke, die natürlich auch von seiner Physis und von seiner Willenskraft ausgeht, von seinem Haki ausgeht, immer noch auf dem niedrigsten Niveau ist, aber er hat dann durch solche Power-Ups zum Beispiel einiges an Stärke dazu gewinnt. Ich meine, er ist ein Scharfschütze, das stimmt natürlich, Sniper Island, ihr wisst Bescheid, aber es gibt ja auch Möglichkeiten, zum Beispiel das so zu verbinden, dass man sagt, okay, Soge King wird dann diesen Scharfschützenbestandteil sozusagen einnehmen und Lysop an sich wird wirklich unter den Riesen dann trainieren. Und ich kann mir sogar in irgendeiner Weise vorstellen, dass man da so ein Triforce-Szenario kreiert, also im Prinzip halt, dass er durch zufällige Begebenheiten es schafft, die Riesen zu retten oder irgendwie da anerkannt wird, weil wer weiß, wie die ticken. Zum Beispiel die Tontata, die ja irgendwie die kleinsten sozusagen sind, sind ja komplett auf die Lügen von Lysop reingefallen und naja, ich fände das nicht mal so abwegig, wenn es bei den Riesen zum Beispiel ähnlich ist. Lysop den dann so einen Scheiß erzählt nach dem Motto, ja, ich bin Captain Lysop, 8000 Mann hinter mir, auch Riesen kennen meinen Namen und so. Und die dann so, oh, was? Captain Lysop? Oh mein Gott, er ist ja fast so krass wie Shanks, also ich kann mir das wirklich vorstellen. Und gerade eben das damit zu verbinden mit so einer Humorebene, ich meine, letztendlich hat er sogar sich mit Riesen schon angefreundet, das auf jeden Fall, die wir jetzt auch ja glücklicherweise wiedergesehen haben, war auch sehr, sehr cool tatsächlich. Und auch irgendwie diese Verbindung zu Shanks fand ich sehr interessant, weil ist dir aufgefallen von der Struktur her zum Beispiel,
dass sie sich ja gar nicht irgendwie so mit diesen normalen Piratensachen angesprochen haben, sondern auch dieses Kind hat gesagt, ich will ein Boss werden. Und dieses Boss-Ding käme ja eher aus Mafia-ähnlichen Strukturen. Könnte man jetzt irgendwie an Capone anlehnen oder halt noch besser an die Insel natürlich von Kid, wo halt auch irgendwie verschiedene Verbrecherbanden waren, die dann halt gegen eine weitere Verbrecherbande vorgegangen sind. Und da gab es ja auch so eine Mafia-Struktur, also auch mit Boss zum Beispiel. Wie ist dir das so irgendwie als Eindruck in den Sinn gekommen? Oder was hast du da irgendwie bemerkt, was ja irgendwie für dich ein bisschen strange war oder halt irgendwie interessant war, dass sie sich halt da eben mit dieser Boss-Bezeichnung ansprechen und das auch ein bisschen mehr nach vorne bringen und auch in die Verbindung zu Shanks? Was sagst du dazu? Ich finde es durchaus interessant, weil ich habe in meinem letzten Video über Shanks, wenn ich es noch nicht geguckt habe, mach es auf jeden Fall, erwähnt, dass Shanks halt, wie gesagt, ich denke, dass er ja Leute benutzt, um sein Ziel zu erreichen. Und wenn man an Boss denkt, hast du schon erwähnt, ich denke dann eher an einen Mafia-Boss. Das würde zu Shanks passen, weil wie gesagt, ich glaube eher, dass er ein Charakter ist, der eher ins Böse geht. Also klar, er benutzt Leute und ist dann zu ihnen freundlich, weil er sie halt benutzen muss. Aber diese Boss-Thematik spielt dann natürlich mit rein, dass die Kind oder zum Beispiel das Kind in der Bar auf Elban ihn dann zum Beispiel auf ihn aufsieht, ist natürlich okay. Er möchte das Vertrauen von ihnen haben, weil er sie benutzen möchte. Also denke ich, dass es eher in die Richtung geht. Und es ist natürlich sehr interessant, weil wenn Shanks wirklich so denkt, könnte er wirklich ein böser Charakter sein, der dann auch wirklich was vorhat. Weil wir haben ja damals erfahren, auf Wano hat zu Ben Beckmann gesagt, es wird Zeit, das One Piece zu finden. Was heißt das für Elban? Ist es auf Elban vielleicht ein Teil vom One Piece? Ist das letzte Rogue Polyglyph da? Was heißt das für Elban? Was denkst du darüber? Interessante Frage, aber erstmal muss ich sagen, wie ich bei dieser bösen Shanks-Theorie, ja, ich kann das nachvollziehen auf jeden Fall, nur ich tendiere tatsächlich eher in die Richtung, dass ich sage, böse ist also ein schwieriger Begriff. Natürlich ist er irgendwie ein bisschen manipulativ und natürlich wird er auch Menschen teilweise benutzen. Er wird sie auch teilweise in ihr Verderben schicken, aber wir reden immer noch von einem Piratenzeitalter. Deswegen, grundlegend gut und böse ist sowieso so eine Sache. Doflamingo hat das gut zusammengefasst. Der Gewinner definiert die Gerechtigkeit. Im Namen der Gerechtigkeit abonnier mich und abonniert Corazon, ihr wisst Bescheid. Und natürlich, wie gesagt, böser Shanks, jein. Er hat auf jeden Fall einige Eigenarten, die ihn in so eine dunklere Richtung sozusagen bringen. Zum Beispiel halt auch, dass er halt bestimmte Sachen halt einfach hingenommen hat. Zum Beispiel die Prophezeiung, was ich schon mal thematisiert hatte. Nämlich, dass ich davon ausgehe tatsächlich, dass ein Shanks wusste, was kommen wird und deswegen auch ganz bewusst einkalkulierte, dass zum Beispiel ein Ace stirbt. Ein Rayleigh hat Ähnliches getan, aber es hat dann eher dem Alkoholkonsum verfallen. Und naja, Shanks hat das halt irgendwie so hingenommen und ist zufälligerweise halt genau danach aufgetaucht. Habe ich schon dutzende Male thematisiert, deswegen, wenn ihr darüber noch nicht Bescheid wisst, dann könnt ihr meine Videos an dieser Stelle schauen. Und Elban ist irgendwie halt auch eine Art von Spielstein, kann man sagen. Es wirkt wirklich so, als wäre es eine Außenposition, so eine Außenstation, aber trotzdem ist da so eine extreme Respektsebene. Und das fand ich auch schon mal so ein bisschen interessant tatsächlich. Ich meine, was sagst du dazu? Letztendlich wirkt das ja wirklich, als wäre das eine ganz, ganz andere Form von Bekennung. Es wirkt ja wirklich, als würden die den nicht nur respektieren, sondern als würden die den förmlich vergöttern. Und wie kommt das? Weil wir wissen natürlich, Shanks hat auch ein Territorium. Wir haben es jetzt zum Beispiel bei der Coverpage-Story gesehen mit Bartolomeo, als dieser eben dann die Flagge von Shanks verbrennt hat. Eigentlich auch indirekt in Ruffys Namen, was eine relativ witzige Begebenheit ist. Woraufhin er wahrscheinlich seinen Arm verlieren könnte. Wir wissen, wie Shanks tickt. Aber gut, so oder so, Elban ist ja dann irgendwie direkt oder indirekt sein Gebiet. Wie würdest du das verbinden oder wie kannst du dir das erklären? Also erstmal möchte ich natürlich nochmal auf die Thematik eingehen mit dem, was du mit Ace gesagt hast. Und zwar stimme ich dir da eigentlich zu. Und zwar habe ich selbst in meinem Video erwähnt, dass ich denke, dass Shanks weiß, was passiert mit Joy Boy, mit Ruffy und so weiter. Also absichtlich die Frucht ihm gegeben hat, damit er, ja, das mit Joy halt passiert. Und wie gesagt, es ist immer so komisch. Shanks kommt in den perfekten Momenten an, um, ja, zum Beispiel Leute oder zum Beispiel in Marineford den Krieg zu beenden, was auch notwendig war. Und er wollte zum Beispiel, dass der Krieg gar nicht stattfindet, weil das die Welt aus dem Gleichgewicht bringt. Ich denke wirklich, dass Shanks so ein Charakter ist, der dafür da ist oder sein Ziel ist es, die Welt muss im Gleichgewicht bleiben, bis Joy Boy dann halt wirklich da ist, wie Ruffy jetzt. Und es passt ja wieder dazu, dass als Joy Boy gekommen ist, er wirklich sein Ziel, das ja zum Beispiel wieder das One Piece zu finden, ja, öffentlich macht. Und jetzt ist er auf, ja, Elban und wirklich macht jetzt endlich was. Er möchte gegen Kid kämpfen und so weiter. Und mit der Thematik, dass sie ihn wirklich, ja, vergöttern. Ich denke wirklich, dass sie ihn als Gott sehen. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Vielleicht hat das was mit seinen Fähigkeiten zu tun. Er hat wahrscheinlich ein sehr, sehr krasses Haki. Vielleicht manipuliert er Leute mit seinem Haki auch. Das wissen wir nicht. Klar, wir haben damals im Film Red gesehen, dass er mit seinem Observationshaki sehr, sehr krasse Sachen machen kann. Aber was Shanks wirklich kann, wissen wir ja nicht. Dass er eine Teufelsrot hat, ja gut, das denke ich nicht. Das wäre ein bisschen komisch bei Shanks. Das würde den Charakter auch ein bisschen kaputt machen. Also wäre ja vielleicht möglich, dass er wirklich mit seinem Haki andere manipuliert, unterdrückt und die deswegen zu seinen Gefolgsleuten macht.
Also Haki ist auf jeden Fall noch ein Mysterium, was jetzt noch nicht ganz entschlüsselt ist und könnte zum Beispiel auch ein potenzielles Thema auf Elban werden. Gerade wenn man eben bedenkt, dass zum Beispiel jemand wie Shanks sich halt eben dort befindet. Und wie gesagt, da herrscht eine ganz komische Form von Respekt, eben um eben auf das zurückzukommen. Ich denke tatsächlich, dass es in diese Richtung geht, dass Big Mom ja damals eben auch mittels Lola versucht hat, die Riesen da als ihre sozusagen zu gewinnen. Das Ganze ist natürlich in jeder Hinsicht misslungen, aber Big Mom ist auch ein Charakter, die lässt sich da nicht so einfach irgendwie abweisen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Big Mom versucht hat, mit einer Flotte dorthin zu segeln und einfach mal Elban anzugreifen. Potenziell hat sie zwar gesagt, dass sie mit den Riesen halt Piratenkönig werden kann, jetzt ist halt noch die Frage, liegt es daran, weil da wirklich so extrem starke Leute sind, oder liegt es halt einfach nur daran, weil die Relation einfach anders ist? Ich meine, wenn man halt dann von der Armee ausgeht, dann nimmt man halt einen Riesen in Relation zu einem Marinesoldaten, und wenn du halt dann Riesen hast, dann ist ja wohl klar, wer dann überlegen ist. Ob da halt wirklich aber auch so starke Kommandanten dabei sind, ob da jetzt wirklich ein Riese dabei ist mit einer Teufelswurzel oder mit extrem Haki, der zum Beispiel da so einen Quaker blätten könnte, ich bin mir da noch nicht so sicher, muss ich sagen. Aber ja, wie gesagt, Haki ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Gerade zum Beispiel, wenn man bei einem Riesen sich irgendwie Haki in dem Hinterkopf mal so ein bisschen führt, dann merkt man auch auf jeden Fall, dass man das Ganze halt in ganz anderer Weise anwenden könnte. Was haben wir bis jetzt gesehen? Wir haben nur Hyrodin gesehen. Und es könnte halt einfach sein, dass Hyrodin einer der Stärkeren ist oder einer der Schwächeren ist. Ich hoffe, er ist einer der Schwächeren. Weil ich will halt wirklich auch mal so ein paar krasse Riesen sehen. Ich will solche Riesen sehen, die halt dann wirklich eine Teufelswurst haben. Ich will sehen, dass sie da irgendwie Haki anwenden, damit Rüstungshaki-Schlägen um die Ecke kommen. Das wünsche ich mir ehrlich gesagt. Alles andere wäre so ein bisschen ein Downgrade, aber um auf das zurückzukommen, ich denke tatsächlich, dass Shanks dann sozusagen Big Mom abgefangen hat. Es muss nicht unbedingt zum Kampf gekommen sein, weil bei Shanks und Kaido denke ich eben auch, dass es nicht zum Kampf kam, weil wir auch von der Marine vorhin mal thematisiert haben. Viele denken ja, dass er zu spät kam, weil Kaido ihn ja abgefangen hat. Stimmt. Aber was haben wir nicht gesehen? Keinerlei Schäden an seinem Schiff. Bedeutet im Kontext, die haben niemals gekämpft. Auch wenn Shanks natürlich mit seiner Crew überlegen gewesen wäre gegen nur Kaido und King alleine, stimmt. Aber zumindest irgendeine Form von Schaden oder irgendeine Verletzung hätte man erkennen müssen. Kaido ist doch kein Gegner, der nicht brachial agiert. Allein so ein Boarbreath hätte auf jeden Fall einen gewissen Schaden ausgelöst, als wenn man den komplett kontert. Oder diese Windsensen. Ich meine, bitte. So ein Ragnarök-Schlag hätte auf jeden Fall irgendwelche Auswirkungen gehabt. Deswegen sehe ich da kein Kampfszenario, und ähnliches kann ich mir auch bei Elban und Big Mom vorstellen. Big Mom auf dem Weg nach Elban wollte sich da irgendwie rächen, war unzufrieden, wie auch immer, es ist Big Mom. Da ist, glaube ich, nicht sehr viel nötig. Und Shanks hat dann einfach das Gebiet dann verteidigt. Ist dann Richtung Elban gegangen und hat es vielleicht wieder geschafft, mit einem Bluff die Situation komplett irgendwie zu entschlüsseln. Deswegen ist es auch mal so eine Frage, wie stark ist Shanks eigentlich wirklich? Ich denke schon, er ist einer der Top-Kaliber. Wir wissen ja, was er mit Haki drauf hat. Wir wissen, er hatte damals schon so ein hohes Kopfgeld. Wir wissen, er kann mittels seinem Vorhandenes Haki das Haki der Gegner sogar unterdrücken. Er hat das auch geschafft, irgendwie Kimbo eine Botschaft mittels Königshaki zu senden. Er ist auf jeden Fall eine krasse Nummer, so ist es nicht. Nur wie viel davon ist Bluff? Und wie oft kämpft er nicht? Und wie oft spielt er einfach nur mit seinem Wissen? Bei den Gorosei zum Beispiel denke ich genau dasselbe. Dass es in die Richtung geht tatsächlich, dass er da halt eben dieses ganze Feeling-Ding und das ganze God-Ready-Ding ausgenutzt hat und halt einfach ein bisschen mehr dahinter steckt. Da habe ich sogar gestern ein Video dazu gemacht, könnt ihr mal reinschauen, wo ich auf dieses Feeling-Ding auch und diese ganze Thematik eingehe. Das will ich jetzt nicht in einem Elban-Podcast hier komplett irgendwie ausdehnen, aber zumindest kann man davon ausgehen, dass er mittels solcher Sachen es immer wieder geschafft hat, Situationen zu entschlüsseln. Nur für Elban, so ein Kriegerkult, die werden halt dann einfach nur damit assoziieren, okay, Big Mom hat angegriffen, Shanks kam, egal was er sagen würde oder egal wie er es formulieren würde, für die ist es halt, okay, Shanks hat halt die Big Mom-Piraten besiegt. Oder beziehungsweise halt die Roter Piraten haben die Big Mom-Piraten besiegt. Ist, glaube ich, für die eine einfache Relation, gerade weil es halt auch irgendwie Krieger sind, weil es Kämpfer sind, passt es für mich auf jeden Fall auch am besten dazu. Aber gut, um mal ein bisschen von diesem Shanks-Ding wegzugehen, wir haben ja noch einen anderen Charakter, der auf jeden Fall relevant ist oder sehr relevant ist sogar. Aus Kids-Perspektive ist es natürlich der gebrandmarkte, für uns ist er natürlich bekannt als Hakua die Sauro. Was sagst du zu diesem Charakter? Also, Sauro ist natürlich sehr interessant, weil wir wissen, okay, Robin hatte durch, ja, Ohara 8 Jahre, ja, konnte sie, ich sag mal, studieren. Was macht denn, oder was hat denn Sauro gemacht? Weil wir wissen, er ist so lange weg, er hat eigentlich mehr Zeit gehabt, als Robin da irgendwie Sachen zu, also herauszufinden, was auch der Grund sein könnte, warum Shanks ihn, ja, nicht auf Elban verbannt hat, sondern von Elban nicht gehen lässt, weil das ist wieder so ein Ding, du hast Hyrodin angesprochen. Ich würde Hyrodin nicht als Maßstab für die Stärke der Riesen nehmen. Ich würde sie sehr, sehr stärker oder viel stärker schätzen als Hyrodin, aber auch wieder das Ding. Ich glaube, Shanks lässt sie nicht von der Insel, weil sie eben so stark sind, damit eine potenzielle Gefahr für die One Piece Welt sind. Und wenn sie dann besiegt würden, dann kann zum Beispiel wirklich eine Big Mom, die er dann irgendwie überzeugt hat, nicht auf Elban zu gehen. Vielleicht hat ja Shanks ihren Rogue Pony gegeben, wissen wir nicht. Aber wie gesagt, dass wenn die Riesen besiegt werden, die dann wirklich auch benutzt werden können von Big Mom und so weiter.
Also natürlich schwierig, das, weil wir wissen es halt auch nicht, was mit den Riesen überhaupt ist, aber ich würde so in die Richtung gehen. Und wie gesagt, bei Sauro würde ich es auch eher in die Richtung gehen, dass er wirklich auf Elban verbannt ist von Shanks, dass er nicht raus darf, weil die Weltregierung weiß vielleicht, oder die Marine weiß vielleicht gar nicht, ob er noch lebt oder dass er noch lebt. Und wenn die erfahren, dass er noch lebt, wäre eine so krasse Gefahr. Und wir wissen ja, Kid möchte eigentlich nach Elban, um ihn eigentlich zu holen. Okay, wir gehen zwar davon aus, Brandmarkt, aber es würde Sinn ergeben. Deswegen ist es schwierig, was mit Saurus jetzt noch passiert. Ich würde aber eher in die Richtung gehen. Stimmst du mir dazu oder willst du, oder denkst du, es geht in eine ganz andere Richtung? Ich finde den Punkt sehr interessant, auch gerade, dass du angesprochen hast, dass Shanks Leute ganz bewusst auf Elban isoliert. Es stimmt. Davon ausgehen, dass Big Mom die auch als sehr hohe Stärke anerkannt hat. Weil, ganz ehrlich, das haben wir gesehen, natürlich, Big Mom hat damals einen Riesen irgendwie mit einem Schlag umgebracht. Der war aber auch sehr alt und Hyrodin ist wahrscheinlich sehr jung. Also wir kennen noch nicht das wirkliche Potenzial, sind wir mal ehrlich. Boogie und Woogie, das war auch immer so eine Sache, okay, das war zu einer alten Zeit und da könnte auch mehr dahinter stecken. Und immerhin haben sie da einigen brachialen Schaden angerichtet und damals waren sie wahrscheinlich echt stark genug, um da die Strohpiraten auch zu plätten. Aber darüber hinaus ist da auf jeden Fall noch eine gewisse Machtfraktion vorhanden oder muss vorhanden sein. Und ich finde den Punkt sehr interessant, ich kann mir das auch gut vorstellen. Nicht, dass sie ganz bewusst isoliert, sondern es ist so ein beidseitiges Ding. Nach dem Motto, einerseits schützt er sie damit natürlich, weil wir haben ja auch gesehen, was mit den ehemaligen Riesenpiraten passiert war. Und natürlich auch im Zuge dessen, was dann eben mit Madakaramel war und dieser ganzen CP0-Operation, die ja dann versucht haben, Elban zu infiltrieren und so. Also da gab es ja genug Begebenheiten, die in diese Richtung gingen. Und gerade weil man ja auch zum Beispiel so Leute wie John Giant hatte, weiß man ja auch, okay, die Riesen sind auf jeden Fall eine gewisse Gefahr. Und John Giant war jetzt auch nicht schlecht. Ich meine, letztendlich, er wurde von Whitebeard besiegt. Aber ey, bitte, er wurde von Whitebeard besiegt. Das ist ja keine Schande. Und deswegen kann man auf jeden Fall sagen, das ist ein guter Punkt. Da kann ich eigentlich nur zustimmen, dass Shanks vielleicht sogar, aber nicht unbedingt aus einer bösen Ansicht, ich weiß, du vertrittst diese Ansicht, Shanks, ein bisschen böse, aber ich denke tatsächlich, es ist ein beidseitiges Ding. Einerseits beschützt er die Riesen damit und andererseits isoliert er sie halt auch von der restlichen Welt, damit sie halt keinen extremen Schaden anrichten, weil es stimmt schon. Ich kann mir auch vorstellen, dass Shanks so eine Art Arrangement mit der Weltregierung hat, dass die Weltregierung die Riesen in Ruhe lässt und andersrum genauso. Die Riesen bleiben auf ihrem Gebiet, verlassen es nicht, richten keinen Schaden an, zertrampeln keine Dörfer, einfach random oder bekriegen sich nicht auf irgendwelchen Dörfern. Dafür marschiert die Weltregierung nicht nach Elban ein. Weil ganz ehrlich, es gibt so viele Inseln, die eine potenzielle Gefahr sind. Und Elban ist natürlich einer der größten Gefahren. Würde die Marine genügend Ressourcen aufbringen können, oder hätten sie die Möglichkeit, so viel Macht zu verlagern, würde ein Buster Call auf Elban stattfinden. Und es wäre natürlich hier für keinen ein gutes Szenario. Da ich mir nicht vorstellen kann, dass man die Riesen hier instant vernichtet. Und deswegen würde es wahrscheinlich einen Krieg auslösen. Und ja, somit Shanks Territorium, Kaiserarrangement. Damit dürfte das geregelt sein. Ist ein sehr, sehr guter Punkt und kann ich auf jeden Fall nur beipflichten. Aber in Bezug, um auch auf Sauro zurückzukommen, was sagst du denn zu dem Wissen, was er da aus Ohara mitgenommen hat? Was denkst du steckt dahinter? Wie viel Wissen ist es? Was kommt da wirklich im Kontext mit dem One Piece irgendwie zusammen? Ja, es kommt natürlich drauf an, was er dann wirklich mitgenommen hat, was er noch retten konnte von der Insel. Aber es könnte halt schon sehr, sehr viel sein. Es könnte wirklich über das One Piece sein, es könnte über das verlorene Jahrhundert sein, vielleicht auch, wenn Oda wirklich in die Schiene geht, vielleicht übers Weltall, wenn er, also wirklich, aber wenn er wirklich in die Schiene geht. Also, wir wissen, Enel ist auf dem Mond und so weiter im Weltall und es kann ja zum Beispiel sein, dass in One Piece darüber auch was geschrieben steht oder generell auch über die Teufelsfrucht. Es wäre so viel möglich, weil wir wissen ja gar nicht das gewisse Ausmaß, was auf Ohara überhaupt ist. Klar, wir wissen von Robin ein bisschen, aber wie gesagt, Robin hatte nur, ich sag jetzt nur 8 Jahre Zeit da überhaupt, ne, Sachen zu erfahren, aber wenn Sauro da irgendwie schon sehr lange ist und auch überlebt hat, und wir wissen ja wirklich nicht, was Sauro wirklich eigentlich für ein Wissen hatte, weil er ja mutmaßlich so früh dann gestorben ist oder wir ihn nie richtig kennengelernt haben, aber er könnte sehr, sehr viele Sachen mitgenommen haben, die vielleicht auch für Shanks relevant sind, warum Shanks das vielleicht das tut, was er wirklich macht. Es könnte wirklich sein, dass Shanks damals nach Rogers Tod oder eher gesagt wirklich ein Charakter war, der wirklich so ein unbeschriebenes Blatt war, ein bisschen noch grün hinter den Ohren. Er wusste zwar, okay, irgendwas stimmt mit der Weltregierung nicht, aber er wusste nicht, was wirklich abging. Und außer dann, als er dann Saurus getroffen hat, hat er die Geschichte von ihm erfahren und wurde vielleicht so dann beleuchtet, erleuchtet und hat dann auch die gewissen Schritte in die Wege geleitet, was ihn dann zu dem Charakter macht, den er gerade oder den wir gerade sehen. Ich finde das eigentlich nicht abwegig, denn eigentlich könnte man mit Dragon da vielleicht noch eine Verbindung bauen, der Shanks dann vielleicht mit Dragon irgendwas, ja, geplant oder eher gesagt, ne, im Gespräch war, weil ich finde es auch ein bisschen komisch, dass Shanks ausgerechnet Ruffy, ich denke ja, dass es nicht zufällig war, dass er Ruffy die Frucht gegeben hat, also könnte es sein, okay, er wusste, dass das
Dragons Sohn war. Vielleicht hat er es halt sogar mit ihm abgesprochen. Es wäre so viel möglich und Saurus würde da wieder so, so viele Möglichkeiten in die One Piece Welt bringen, die ich eigentlich gar nicht erwartet hätte. Guter Punkt. Aber ich muss tatsächlich auf was hinaus, was du auch gerade irgendwie angeteased hast, was ich sehr spannend finde. Ich glaube tatsächlich, dass, abgesehen mal von Vegapunk, die Leute gar nicht in der Lage sind, dieses Wissen zu entschlüsseln. Ich denke mal, die Leute von Ohara hatten auch eine spezielle Befähigung, eben ihr Wissen so zu verpacken, dass es halt nicht einfach jeder lesen kann. Weil das ist ja auch eine potenzielle Gefahr und sie wollten ja auch nicht damit irgendwie so viel für Furore sorgen. Deswegen denke ich tatsächlich, dasselbe, was ich schon vorhin angesprochen hatte, wie bei Kaido, wie bei potenziell Big Mom, die vielleicht Elman angegriffen hat, es war wieder mal nur ein Bluff. Shanks hat die Weltregierung mit einem Bluff in Schach gehalten. Die Gorosei denken, okay, Shanks hat dieses Wissen und kann es entziffern. Sie haben aber auch die Vereinbarung, dass sie eben Elban in Ruhe lassen, sie wollen keinen Krieg, sie können nicht so viele Ressourcen verlagern, sie greifen keine Kaiser an. Da kommt so vieles zusammen, dann noch diese ganze Feeling-Thematik. Aber ich denke tatsächlich, dass dieses Wissen gar nicht wirklich zugänglich ist. Es ist zwar da, die Bücher sind zwar da, aber man kann es nicht zusammenführen, zumindest nicht auf die Art. Ich denke, die Einzige, die es auch noch kann, ist Robin. Es gibt einen Grund, warum die CP0 es auch gesagt hat. Robin ist der Schlüssel. Dieses Wissen kann nur von ihr identifiziert werden. Das heißt, sie könnte es zusammenfassen, sie könnte es in dieser Form irgendwie lesen. Da ist vielleicht eine spezielle Eigenart vonnöten oder ein spezielles Training, irgendeine Schulung. Da reicht ja irgendwie so ein kleines Rätsel sozusagen, dass man die Sachen so geschrieben hat, dass sie nur mit einem Code sozusagen identifizierbar sind. Bestimmte Bücher, wo man halt dann eben so zum Beispiel Seiten nachschlagen muss, was auch immer. Gibt genügend Möglichkeiten, die sehr einfach sind, aber auch sehr effektiv sind. Deswegen denke ich tatsächlich, Shanks kann das gar nicht lesen, aber er kann zumindest suggerieren, als würde er es können. Er konnte wahrscheinlich mit diesem Bluff aufrechthalten, dass er dann einfach in der Reverie zu den Gorosei kann, würde die Frage beantworten, warum das passiert. Shanks wollte über einen bestimmten Piraten reden. Vielleicht war das jetzt sogar Nico Robin. Wer weiß. Könnte auf jeden Fall einiges beantworten, wäre sehr, sehr interessant. Man denkt immer, okay, es könnte Buggy sein, Ruffy sein, Blackbeard sein. Neuerdings habe ich mal gehört, dass es Who is Who sein könnte, was gar nicht so uninteressant ist, aber wer weiß, könnte auch Nico Robin sein. Sie ist halt der zentrale Schlüssel. Und ich denke auch, die Verbindung mit Zauro zeigt hier, dass es da auf jeden Fall weitergehend in diese Richtung gehen könnte. Zauro vertraut ihr natürlich und wenn er sie sieht, dann wird es natürlich dir viele Tränen geben, es wird viel Wiedersehensfreude geben und damit halt auch verbunden, kann man dieses Wissen halt dann in der Form auch weitergeben. Das heißt natürlich, dieses Gebiet wird bewacht. Kid dringt darin vor. Naja, Blackbeard hat auf irgendjemand gewartet, er wollte die Poneglyphen abgreifen. Shanks hat vielleicht auch auf irgendjemand gewartet, er hat vielleicht sogar gehofft, dass Ruffy auf Elban ankommt. Jeder von denen hat eine Route genommen, Blackbeard wusste das, Shanks wusste es halt safe auch. Deswegen könnte es halt wirklich sein, er hat damals Ruffy auf Elban erwartet und dann kam halt dafür Kid. Jetzt muss er halt irgendwie damit umgehen. Macht für mich auf jeden Fall sehr viel Sinn tatsächlich. Und gerade in Verbindung mit Zauro zum Beispiel eine perfekte Option. Das Wissen ist eine potenzielle Möglichkeit, eine potenzielle Waffe, könnte aber auch der größte Bluff von Shanks überhaupt sein. Was sagst du dazu? Ich stimme dir zu, ich vergleiche Elban gerne mit Wano Kuni. Das hört sich komisch an, aber die Weltregierung und die Marine, das hat Akainu selbst gesagt, fürchten Wano Kuni. Warum? Weil sie Wano Kuni nicht kennen. Sie denken, dass auf Wano Kuni sehr, sehr starke Krieger, sehr, sehr starke Samurai sind, die sie nicht bekämpfen können oder damit Schwierigkeiten haben. Was wissen wir? Okay, auf Wano Kuni, wer war da jetzt richtig stark? Denjiro, ich nehme jetzt die Schwertscheidenden mal raus, weil die waren ja lange Zeit nicht da. Aber das war es ja auch eigentlich. Gut, Kaido war da, das wissen die aber auch alle. Aber sonst war da halt keiner. Und das stelle ich mir bei Elban genauso vor. Shanks, du hast es gut gesagt, Shanks macht eine Ansage irgendwie in die Weltregierung. Und die Weltregierung denkt, okay, Shanks hat das oder kontrolliert das. Ist gut für uns, wir wollen da eh nicht hin, weil wir wissen nicht, wie stark die Riesen sind. Weil sie halt, ja, von der Welt abgeschottet sind. Klar, man kann hin, aber keiner tut es. Warum? Weil keiner weiß, wie stark sie sind. Und das könnte für Shanks halt sehr, sehr, ein sehr, sehr krasser Vorteil sein, weil er dann halt somit die Freiheit hat, auf der Insel zu machen, was er möchte, weil die Weltregierung stört ihn nicht. Und wenn wirklich hier mal jemand hinkommt, dann ist er so wahrscheinlich so unbedeutend, dass er ihn wahrscheinlich noch in, ja, im Schach halten kann. Oder dann wie eine Big Mom ihn oder sie überzeugen kann, dass sie wegfährt, indem er ihr irgendwas verspricht oder irgendwas gibt. Also, dass Shanks wirklich damit blufft, dass er das Wissen hat, das würde wahrscheinlich sogar Sinn machen, dass er trotzdem ein gewisses Wissen auf der Insel hat. Mit dem One Piece oder sowas schätze ich trotzdem, weil er war der Schüler von Roger, deswegen denke ich, dass er auf jeden Fall einige Sachen mitgenommen hat. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Roger wollte, dass Shanks irgendwie gewisse Sachen macht, damit er den gewissen Mann vorbereitet, der das One Piece halt holt. Und du sagst es richtig. Es könnte wirklich sein, dass er auf Ruffy gewartet hat, auf Elban, weil Ruffy halt der Mann ist, der Piratenkönig werden muss. Wenn jetzt aber Kid dort ist, muss er mit ihm mehr fertig werden, wie du schon gesagt hast. Das könnte dazu aber noch führen, dass noch ganz andere Sachen passieren. Es muss ja nicht nur Kid sein, der auf die Insel passiert, weil
Ich erwähne es jetzt schon mal, ich habe natürlich das Battle Royale, was passieren soll, und da ist ja auch sehr, sehr viel möglich, aber mit Kid, ich weiß jetzt nicht, was jetzt genau passiert, ob er ihn jetzt wirklich töten möchte. Er hat ja gesagt, okay, Rockstar, geh mal zu Kid und sag ihm, er gibt seine Rogue-Poneglyphe ab oder ich töte ihn. Deswegen ist natürlich interessant, was Shanks als nächstes macht. Ich glaube, dass es für Shanks eine Situation ist, die er so nicht vorhergesehen hat. Deswegen ist es sehr neu für ihn. Vielleicht macht er was Unüberlegtes, womit wir alle nicht rechnen. Guter Punkt, sehr, sehr guter Punkt. Kann ich mir auch super vorstellen, tatsächlich. Letztendlich passt es auch so zusammen. Weil wenn man sich im Hinterkopf ruft, eben was Shanks halt alles getan hat und wie er sich verhält, gerade eben mit dieser Agenda, die du halt auch gerade beschrieben hast, die von Watcher weitergegeben wurde, wie eine Art, naja, übertragene Ära sozusagen, wie eine Art übertragenes Versprechen nach dem Motto, behalte das bei und zieh es für mich durch. Und das würde ja auf jeden Fall auch in diese Richtung gehen. Es könnte auf jeden Fall auch dazu passen. Und vom Potenzial her ist er halt genau der richtige Charakter. Und wie du schon sagst, jetzt muss er halt irgendwie mit Kid umgehen. Er wird ihn wahrscheinlich die Poneglyphe da nehmen. Er will halt einfach nur den Weg bereiten sozusagen. Und der Vergleich mit Wano Kuni ist auf jeden Fall richtig gut. Es stimmt, genau die Aussage war es. Sie fürchten Wano Kuni, weil sie es nun mal nicht kennen. Sie können sich einschätzen. Was haben sie mitbekommen? Ein Oden, der auf Whitebeard Schiff war, dann auf Watcher Schiff war, der unglaublich stark ist, wahrscheinlich ein Milliardenkopfgeld hatte, also davon können wir einfach mal ausgehen. Das haben sie mitbekommen, das haben sie gesehen. Und dieser brachiale Typ könnte halt einfach nur Standard sein. Er wirkte nicht gerade wie der Anführer von denen. Und wenn das halt einfach so die Norm ist dort, dann weiß man, okay, den kann man nicht einfach angreifen. Wenn einfach nur da ein Haufen von Odens sind, was sie halt nicht wissen. Sie kennen es nicht und das ist das Schlaue daran. Also sie schätzen es halt einfach ein, sie kalkulieren, sie überlegen, macht es Sinn, und dann hat sich dort ein Kaido befunden. Okay, irrelevant. Kaido ist dort, mit Kaido will man keinen Krieg, er ist ein Kaiser, lohnt sich nicht. Wano Kuni kann man nicht einschätzen, feindliches Gebiet, passt. Whitebeard hat es ähnlich formuliert, es geht genau in die Richtung. Und Elbern könnte genau dasselbe sein. Was hat man gesehen? Man hat einen Sauro gesehen, der sogar einen Dämonennamen getragen hat, vermeintlich natürlich Todes für die, ein paar Schiffe darum geworfen hat, auf Ohara einiges verwüstet hat, ein Kusan war vonnöten, um den auszuschalten, also das hat man mitbekommen. Deswegen will man natürlich nicht nach Elbern, davon abgesehen natürlich, dass Hakua, die Sauro, nicht mal ein Riese von Elbern war, sondern einfach nur aus einem anderen Gebiet, aber dennoch, wenn man dann schon diese Riesen kennt, weiß man natürlich, wenn man sagt, okay, Elbern ist sozusagen die zentrale Hauptstadt, wo sich nur solche Riesen befinden, da werden halt einfach noch viel, viel stärkere Kaliber sein. Aber gut, um jetzt auf die Riesen mal speziell zu sprechen zu kommen, was sagst du zu Loki? Also Loki muss definitiv vorkommen, ich freue mich da auch richtig drauf, weil das wäre wirklich so ein Ding, vielleicht macht man was mit Loki und Lissop, dass sie irgendwie nicht beste Freunde, aber sich sehr, sehr gut verstehen, und Loki ist wahrscheinlich der Anführer der Riesen, und wenn Lissop sich mit Loki gut versteht, dann könnte es natürlich so sein, dass Lissop halt wirklich eine, ja, Anführerrolle der Riesen annimmt. Ich da vergleiche es gerne mit Buggy, weil okay, Buggy wird jetzt als Kaiser abgestempelt, er führt Mihawk und Crocodile an die Crossguilds. Wir wissen aber natürlich, dass es eigentlich der Gegenteil ist. Klar, Buggy ist der krasseste Charakter, er ist der Goat, aber er ist halt nicht wirklich der Anführer, und so könnte es halt wirklich sein, dass Lissop vielleicht so, ja, dem, ich sag so, dem Schein trügt, also dass er so als Anführer abgestempelt wird, aber natürlich Loki eigentlich der wahre Anführer ist, und dass man da oder dass Oda da vielleicht ein bisschen rumscherzt. Zuzutrauen wäre es ihm. Ich erwarte von Loki sehr, sehr viel. Ich hoffe, dass es kein Witzcharakter wird, à la Orochi oder sowas. Da war ich ja mega enttäuscht. Und wahrscheinlich nicht nur ich, sondern auch sehr, sehr viele andere Leute. Aber ich hoffe natürlich, dass Loki wirklich ein cooler Charakter wird, der eine gewisse Stärke mitbringt, der, ja, ein gutes Wissen. Und ja, ich freue mich da eigentlich drauf. Wie siehst du das? Naja, es ist der Gott des Schabernacks. Also, ich bin da noch so ein bisschen zwiegespalten, weil wenn man das an die Mythologie anpasst, dann ist natürlich klar, was da rauskommen könnte. Und auch natürlich an die Moderne anpasst, dann haben wir natürlich die ganzen Marvel-Inszenierungen. Und ja, Oda kennt dann auch die ganzen Marvel-Inszenierungen. Deswegen ist die Frage, was er aus Loki dann macht. Ich habe da so ein bisschen gesplittete Hoffnungen. Einerseits hoffe ich natürlich, es ist ein intelligenter Charakter, der halt einfach mit Raffinesse vorgeht und mit List vorgeht, der trotzdem aber sehr, sehr stark ist, der es sogar schafft, irgendwie vielleicht einen Shanks zu manipulieren und ihn für seine Zwecke zu nutzen. Wäre natürlich der Hammer. Ich hoffe, da kommt wirklich eine böse Inszenierung. Ich will bei Loki jetzt nicht irgendwie so einen richtig netten, großen, witzigen, trinkenden Riesen sehen. Das hatten wir jetzt alle schon, ist ganz cool, wie die Wikinger, bla bla bla, alles wird oft lustig gemacht und alles ist so nett. Ich hoffe, Loki ist halt wirklich so ein absolutes Gegenstück. So ein sehr eigener Riese, ein sehr böser Riese tatsächlich, der auch seine Macht nutzt tatsächlich, der auch Shanks nutzt und der vielleicht sogar versucht, gegen die Weltregierung oder gegen andere Instanzen vorzugehen. Das erhoffe ich mir. Bei Loki sehe ich unglaubliches Potenzial. Allein wenn man zum Beispiel sagt, dass es halt der Riese ist, sei es von mir aus der einzige Riese, der eine Teufelsfrucht hat und deswegen wird es im Anführer erklärt und Haki halt nutzt. Von mir aus dann ist es halt das und dann können die anderen Riesen halt einiges, was mit körperlicher Stärke einhergeht, aber darüber hinaus halt nicht so viel. Okay,
dann er vielleicht und seine Generäle oder so, haben dann irgendwie extremes Haki und irgendwie Teufelsfrüchte. Dann will ich aber wirklich eine krasse Inszenierung sehen. Dann will ich auch mal so eine riesige Logia-Frucht sehen. Potenziell gibt es noch Elemente. Also es gibt schon noch Sachen, die man theoretisch als Logia-Frucht einbauen könnte. Auch noch natürliche Elemente. Also ich sag nur, das Periodensystem in dieser Weise auszunutzen, wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Gerade wenn man einfach nur den Aggregatzustand gasförmig oder flüssig braucht zum Beispiel. Es gibt Möglichkeiten. Selbst mit Festkörpern könnte man das theoretisch noch inszenieren. Siehe die Waldlogia. Aber gut, so oder so haben wir da noch Potenzial. Und bei einem Loki erhoffe ich mir sehr, sehr viel. Da will ich wirklich mal so eine krasse Stärke sehen. Da will ich Raffinesse sehen, da will ich Intelligenz sehen. Und viele, viele weitere Punkte natürlich. Aber gut, grundlegend natürlich. Wir haben ja auch so schon mal angeteased bekommen, sozusagen, wie Elban aussieht. Und natürlich, viele wissen ja auch in der nordischen Mythologie, es ist an den Götterbaum Yggdrasil angelehnt, der dann in verschiedenen Ebenen und Etappen stattfindet. Kannst du dir das auch so vorstellen, dass dann sozusagen verschiedene Äste sozusagen sind, die dann Plateaus bilden? Und diese Plateaus steigern sich natürlich dann je nach Höhe. Und der untere Teil sozusagen, den wir jetzt auch bei Wigmarm gesehen haben, mit Malakaramell und so, ist eigentlich nur der schwächste Teil davon. Wäre das für dich eine Möglichkeit? Wäre ganz cool, aber ich bin mir nicht so sicher, ob Oda sich da wirklich eins zu eins orientiert. Wie zum Beispiel bei Loki. Du denkst oder du hoffst, dass er wirklich ein krasser Badass-Charakter ist, der wirklich eher, ja, wie sagt er, einfach Badass, ne? Einfach ein etwas böserer Charakter ist, der sehr, sehr gute Stärke mitbringt. Aber ich glaube nicht, dass Oda sowas macht, wenn es würde schon so eher dann wirklich in die Loki-Art gehen, wie Loki wirklich drauf ist. Aber ich kann mir vorstellen, klar, Thor wird wahrscheinlich nicht vorkommen, aber dass er sich vielleicht sogar an Marvel, ja, orientiert und vielleicht sogar die Charakter tauscht. Also dass Loki eher wie Thor drauf ist und Thor dann eher wie Loki, auch wenn Thor wahrscheinlich nicht vorkommt. Und das natürlich mit dem Götterbaum Yggdrasil ist eine schwierige Frage. Ich würde es mir wünschen, ich würde es ultra cool finden. Das würde dann irgendwie so, ja, kann man so ein Dungeon-Arc nennen. Jeder weiß, dass es ein Dungeon ist, ne? Du hast verschiedene Ebenen und es wird von Ebene zu Ebene krasser. Und es wäre halt wirklich, gut, viele sagen, Elban ist halt wirklich nicht so krass, weil Big Mom damals einen Riesen, ja, besiegt hat, getötet hat. Ja, es macht keinen Sinn. Das wäre die perfekte Möglichkeit, dem, ja, zu widersprechen, weil es wäre dann wirklich, okay, Big Mom war auf der, als Kind, auf der schwächsten oder auf der, ja, niedrigsten Ebene hat dann halt einfach einen Riese besiegt, der dann wirklich nicht wirklich stark ist. Und wenn dann wirklich Loki vielleicht auf der obersten Ebene ist, wäre das halt noch umso krasser. Das heißt, Loki würde auch ein Charakter sein, der nicht am Anfang des Arcs vorkommt, sondern wirklich ein bisschen, ja, werden schon ein bisschen in Elban sein, bis wir ihn noch kennenlernen. Das heißt, er wird immer von Ebene zu Ebene angeteased, bis wir ihn dann wirklich sehen und er dann vielleicht wirklich ein badass Charakter ist. Ich würde es mir auch wünschen, ich denke es zwar nicht, aber es wäre tatsächlich sehr cool. Sehe ich auch als coole Möglichkeit. Und ja, man hat dann wirklich mal wieder auch einen Abenteuer-Arc. Ich weiß natürlich, eigentlich wäre storytechnisch nicht mehr ganz so krass möglich, auch weil One Piece halt leider nicht mehr so lange geht, aber so ein Abenteuer-Arc à la Skype wäre doch mal wieder wirklich schön. Wo man auch mal ein bisschen so neue Sachen kennenlernen und sich mal da wirklich in diese Welt reinbegibt. Ganz ehrlich, wenn ich darüber rede, habe ich wieder Lust, irgendwie Skype zu gucken. Ich weiß, viele mögen den Arc gar nicht, witzigerweise. Ich fand den absolut klasse. Ich mochte alles daran. Ich mochte auch damals noch den Witz und die Raffinesse. Es waren so viele Aspekte, die einfach so ein bisschen auch im Laufe der Story verloren gegangen sind. Und ich weiß, auch viele von euch mögen Wano Kuni. Ich persönlich fand es sehr schade, dass es in eine völlig falsche Richtung ging. Ich hätte da viel mehr gedacht, man taucht da mehr in die Kultur ein, lernt deutlich mehr kennen, enthüllt Zoros Vergangenheit, die einfach mal in der SBS enthüllt wurde. Also ist auch wieder so ein weiterer Punkt. Aber ich will gar nicht so weit vom Thema abschweifen, aber es geht wirklich nur darum, mit Elban hätten wir das Potenzial, so viel das zu verbinden. Diese Riesenthematik wurde schon sehr lange angeteased. Elban wurde schon seit irgendwie 20 Jahren angeteased, deswegen gibt es da perfekte Möglichkeiten, erstmal einen geilen Arc daraus zu holen, verschiedene Ebenen zu schaffen, Plateaus zu schaffen und das Ganze halt wirklich als schönen Abenteuer-Arc mit Infos und Saure und Haste nicht gesehen und Loki zu inszenieren. Abschließend würde ich halt nur noch sagen, potenziell hoffe ich, dass es halt in diese Richtung geht und den Arc ersehne ich mir so ein bisschen. Was sagst du? Ja, ich stimme dir zu, ich habe nur eine Frage noch an dich. Wenn Loki der Charakter ist, den du gerade gesagt hast, den du dir wünschst, glaubst du, er folgt Shanks oder glaubst du denn wirklich, dass Loki auf Shanks scheißt und wirklich auf seiner Ebene chillt, also ganz oben, dann wirklich ein Scheißgeber Shanks macht, so einen auf den gut, mach dein Ding auf meiner Insel oder auf der Insel, wo du jetzt, oder auf Elban halt generell, aber lass mich einfach in Ruhe. Denkst du, es ist so ein Charakter dann oder dass er wirklich einfach wie so ein, sag jetzt wie so ein Köter Shanks folgt? Also wenn es der Loki ist, den ich mir erhoffe, dann glaube ich tatsächlich, dass er genau weiß, wie er Shanks für seine Zwecke nutzen kann. Dass er Shanks da gebären lässt, aber auch mit der Gewissheit eben, dass durch diesen Kaiserstatus, der mit Shanks einhergeht, er einfach auch sein eigenes Gebiet schützen kann, aber ihn nur so lange nutzt, solange er ihn braucht und im Hintergrund gerade irgendwas plant oder eine Armee aufstellt oder eine Waffe baut, was auch immer.
einfach nur den richtigen Zeitpunkt abwartet, um sich halt eben von Shanks loszulösen. Das heißt, er nutzt ihn für seine Zwecke solange er ihn nutzen möchte. Das denke ich tatsächlich. Ja, sehr krass. Okay, ich sage erstmal meine Meinung zu Elban, was ich erwarte. Ich erwarte jetzt erstmal, dass auf jeden Fall Shanks und Kid da ein bisschen, ja, was heißt kämpfen? Also Kid hat natürlich keine Chance gegen Shanks, also das sollte eigentlich klar sein. Ich meine, er hat ja nicht mal gegen Shanks einen Arm verloren. Klar, es ist ein bisschen her, aber trotzdem sollte er keine Chance haben. Vor allem, wenn Shanks noch die Riesen bei sich hat, die ja auch eine gewisse Stärke mit sich bringt. Aber ich erwarte eigentlich sehr viel von dem Arc. Ob denn wirklich das Battle Royale dort stattfindet, ist natürlich eine Frage. Wenn dann zum Beispiel Loki jetzt noch oben ist, der dann, wie gesagt, wie du denkst, wirklich auf Shanks scheißt und wirklich nur benutzt und wirklich eine Armee aufstellt, könnte es natürlich sein, dass Loki vielleicht auch Teil vom Battle Royale wird und es dann wirklich Blackbeard, Law und so weiter noch kommen. Aber wenn Ruffy und seine Crew wirklich auf Elban ankommen und es wirklich so ein Erkundungs-Arc sein sollte, dann wäre ein Battle Royale jetzt umgebracht, denn bei einem Battle Royale müssen schon Leute sterben und ich glaube auch nicht, dass Shanks dann wirklich so gut, ja, draus hervorgeht. Deswegen, ich bin gespannt. Ich glaube, dass Oda definitiv jetzt durchzieht mit dem Elban-Arc, auf jeden Fall mit Shanks, und dass wir dann wirklich, also dass der Egghead-Arc in den Elban-Arc mit reingeht. Das heißt, wir sehen jetzt noch ein bisschen Egghead von den Strohhüten, vielleicht noch mit Saturn und sowas. Ich glaube aber, dass da auch nicht so der große Payoff kommt, dass die Strohhüte dann wirklich bis zu Elban übergehen, bis sie dann auf Shanks treffen. Das denke ich. Es freut mich natürlich, dass ich dabei war. Ich bedanke mich schon mal. Besucht gerne meinen Kanal, da seht ihr auch auf jeden Fall sehr coole Videos. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf jeden Fall. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dabei warst. Hat mich sehr, sehr gefreut. Hat sehr viel Spaß gemacht. Es werden natürlich noch im Zuge dessen auch weitere Podcasts erscheinen. Da wird bei eben Corazon hier noch ein Podcast erscheinen, dann bei mir wieder ein Podcast erscheinen. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall auch für euch, eben seinen Kanal zu abonnieren, weil da jetzt auch viele gemeinsame Projekte noch entstehen werden. Noch andere Formate sind geplant. Ihr könnt euch da auf einiges einstellen. Deswegen schaut bei Corazon vorbei und abonniert ihn. Ihr wisst Bescheid. Im Namen der Gerechtigkeit, die Nobel Justitia. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.